Gut, wir sind auf der Gamescom 2024 und sind bei Level Labs, schauen uns jetzt das Spiel Machinerie an. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Machinerie geht auch. Okay, und bei mir ist? Jenny. Und? Daniel. Und ihr seid beides Entwickler? Ja, genau. Also ich bin eigentlich Artist, also mache ich mir den Artkram und Daniel ist Programmierer. Dann, ja, lass uns mal schauen, was uns begegnet. Better safe than sorry. What good will it bring us? Please stop. We still don't know enough. Well, I do. I'm truly sorry. Claire? Claire? Can you hear us? Claire? Also eben habe ich schon mal gehört, es ist eine Mischung aus Horrorspiel und Adventure. Yes. Was erleben wir hier gerade? Also wir spielen als den Wissenschaftler Claire, der hat eine Maschine entwickelt und der möchte die jetzt gerne testen, eigentlich einen ganz normalen Testrun durchlaufen und findet sich jetzt gerade in dieser Zelle wieder und stellt fest, dass irgendwie alles ein bisschen komisch ist. Und, achso, ja, stell gerne noch eine Frage, wenn du magst. Und natürlich haben wir irgendwie Kopfschmerzen, aber ja, wir wollten ja auch gar nicht rein und ich vermute mal, das Erste, was wir machen wollen, ist rausfinden, warum wir hier sind. Ja, genau, das ist die erste Frage, die wir klären möchten. Warum sind wir eigentlich hier, was machen wir denn da und vielleicht auch, wie kommen wir hier raus? Wir sind nicht die Ersten, die hier sind, da ist schon eine Strichliste und... Genau, wir haben gerade unsere eigenen Testergebnisse, fehlende Testergebnisse gefunden. Da sieht man, wir wollten eigentlich den Test machen, irgendwie haben wir den nicht gemacht. Und deswegen, das müssen wir jetzt nachholen. Und man hört auch schon, Vadim gefällt es scheinbar nicht, dass wir da jetzt nochmal rein wollen und nochmal den Test machen wollen. Da ist irgendwas im Argen. Okay, also wer ist Vadim? Wissen wir eigentlich noch nicht, oder? Das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich kann es spoilern, theoretisch, aber das ist dann vielleicht nicht so cool. Ja, kannst du entscheiden, inwieweit das für die Demo schöner ist, wenn es die Leute mit uns zusammen rausfinden. Ja, also es ist ein bisschen Trivia quasi. Man kriegt in der Demo gar nicht so doll raus, wer Vadim jetzt wirklich ist. Ein bisschen aus dem Kontext kann man aber merken, das ist Claires Vorgesetzter auf jeden Fall. Der hat was zu sagen und Claire hört eigentlich auf ihn. Aber er widersetzt sich auch ein bisschen. Okay, ja. Dann, das sieht aus nach einer Fabrikhalle oder sowas, was ist das? Genau, das ist jetzt die Fabrikhalle, in der die Maschine getestet wird. Also Claire hat diese Maschine entwickelt, zusammen mit Vadim. Und hier findet quasi das ganze alchemistische und spannenden Prozesse statt. Das ist eine alte Lagerhalle. Das ist ein bisschen laut. Gut, hier kriegen wir noch gute, das sieht noch ein bisschen nach Tutorial aus, er sagt uns genau, was wir tun müssen. Ja genau, Vadim hilft uns ein bisschen am Anfang und sagt uns nochmal, was wir eigentlich machen müssen mit unserer Maschine, die wir ja irgendwie doch nochmal kennenlernen müssen an der Stelle. Und genau, jetzt suchen wir uns ein bisschen im Lager unsere Zutaten zusammen, die wir eigentlich ja für den Testrun dann brauchen. Die Maschine sagt uns auch immer, was sie haben möchte, das sieht man da ganz nett. Und die freut sich auch, wenn sie das kriegt, was sie haben möchte. Und noch wissen wir eigentlich überhaupt nichts, wofür die Maschine überhaupt da ist, ne? Ja, genau. Wird eigentlich mehr explored im größeren Teil von Machinery dann, also wenn es quasi aus der Demo rausgeht, aber auch ein bisschen jetzt gleich in den Cutscenes. Vadim, there's now a good time for a surprise. I have actually found a test subject for our nemesine process who is acceptable from an ethical point of view. Just call that thing a memory, so more importantly, I don't care. But we could make his last few days more livable. You can keep the monologue about the only acceptable test subject to yourself. Déjà vu? Strange. Get over here. Vadim, I don't feel well.
I can't breathe. Vadim! Was ist ein Memory Absorber? Ja, genau, das ist die Maschine, die wir jetzt hier gesehen haben, oder beziehungsweise ein Teil von den Memory Absorbern. Und... Oh je, es ist ein bisschen laut. Es sieht ja so aus, als wären wir jetzt wieder am Anfang. Ja, genau, wir sind jetzt wieder am Anfang. Und da fragen wir uns jetzt auch gerade so ein bisschen, was ist jetzt hier eigentlich, wie kommen wir da wieder hin? Wir waren doch gerade woanders. Und genau, wir haben ja schon gehört, es ist ein Memory Absorber. Also den Leuten wird quasi, werden ihre Erinnerungen aus dem Kopf ausgesaugt und dann in der Maschine verarbeitet. Und was genau damit gemacht werden soll, das ist auch ein bisschen die Frage. Also Claire hat seine eigene Idee, was damit angefangen werden soll. Vadim hat eine andere Idee, was damit gemacht werden soll. Und darum geht es auch in diesen Tests. Also wir haben auch gehört, dass Claire möchte gerne was Ethisches machen damit. Und Vadim ist da gar kein Fan von. Also dem ist da Moral total egal. Der will da ein bisschen Cash rausholen quasi. Und Claire ist wichtig, dass ja, da vielleicht auch irgendwie was gesundheitlich Wertvolles damit passiert. Also mit Erinnerungen kann man ja viel machen. Und da gibt es dann eben viele Ideen bei Claire und hat dafür eben auch ein gutes Testsubjekt rausgesucht. Eine Person, die er eigentlich gerne heilen möchte mit dieser Maschine. Okay, für mich klang es so, als würde man, er hat ja irgendwas gesagt von der Person können wir die letzten Tage noch ganz schön machen. Das klang jetzt noch nicht ganz nach Heilung. Ah ja, Entschuldigung. Das war ein bisschen daneben. Ja, also, naja, gut, bei der speziellen Person ging es dann eher darum, tatsächlich die letzten Tage zu verschönern, indem man vielleicht noch schöne Erinnerungen zeigt oder schlechte Erinnerungen wegnimmt, damit es quasi noch angenehmer wird. Aber genau, Claire hätte auch Ideen in Bezug auf Heilung. Das sieht man jetzt im Prototypen noch nicht. Es klingt so ein bisschen danach, als finden wir raus, dass wir eigentlich das Test-Subject sind. Das ist jetzt ein guter Guess. Da gucken wir einfach mal, was rauskommt. Es würde zumindest dazu passen, dass wir wieder am Anfang in diesem im Schlafzimmer rauskommen, weil wie kommen wir dahin? Es sei denn, wir sind da gar nicht, sondern nur unsere Erinnerungen sind an dieser Stelle. Ist dieses Element mit dem Suchen von den Zutaten hier, Hat das irgendeine tiefere Überlegung, was dahinter steckt? Wir haben uns gedacht, also wir hatten so als Thema ein bisschen bei der Entwicklung Arbeit, also Thema Arbeit einfach und auch so die, weil es ist ja Industrialisierung jetzt gerade, die das Setting ist und da geht es auch ein bisschen um die Entfremdung von Arbeit und Mensch, also wie weit, also wie durch die Industrialisierung die Arbeit immer mehr entfremdet wird von dem eigentlichen Prozess. Und immer mehr übergeht in so total sinnlose Prozesse. Also dieses, ja, du läufst dahin, holst eine Flasche. Ja, dann gehst du wieder dahin und holst eine Flasche. Also wie so eine Fließbandarbeit. Und das wollten wir damit so ein bisschen aufgreifen, sozusagen. Und ich glaube, es macht aber trotzdem Spaß an der Stelle. Also wir müssen ja ein bisschen so Versteckspiel spielen quasi. Wir haben da ist schon so ein kleiner Freund jetzt gerade, der uns ein bisschen nachläuft und uns was ins Ohr flüstert. Den müssen wir da gerade ein bisschen avoiden. Der macht das Ganze dann noch ein bisschen spannender, den Arbeitsalltag. Also verstehen konnte ich den jetzt nicht mit ins Ohr flüstern, aber du meinst, das ist gar nicht so gut, wenn wir dem zu lange zu nahe kommen? Nee, das ist tatsächlich nicht so gut. Der ist nicht so gut, auf uns zu sprechen. Also der hat nicht unbedingt was Positives im Sinn und der will uns da eigentlich auch gar nicht haben. Okay, ja, wir haben wieder ein Stückchen vom Puzzle abgeschlossen. Jetzt gehen wir wieder zurück und folgen diesen Anweisungen. Mal gespannt, wie das dann gleich noch weitergeht. Viele Elemente habt ihr genommen aus so früher Industrialisierung, würde ich sagen, ist das Setting davon. Was hat euch dazu bewogen? Also ganz viel persönliches Interesse einfach, also viele bei uns mögen einfach das viktorianische Zeitalter auch sehr gerne und finden Industrialisierung auch insgesamt, also gesellschaftlich und ästhetisch super spannend. Und das war für uns einfach ein gutes Setting, um unsere Thematik rüberzubringen. Das ist ein anderer Raum? Das ist jetzt eine andere Zelle, ja. Die war vorher nicht offen, die haben wir jetzt freigeschalten.
The possible side effects. Oh, splendid. A senile old fool. What good will it bring us? Can you please stop this behavior? Or what? Or I'm going to quit this project once and for all. You still don't get it, do you? Get what? Deja vus? Blackouts? Buddy, what are you indicating? We need to operate faster. Can't you remember? You did not. Oh no! Frankly, I'm doing it right now. Ja, da hat's please recht. Stop! Das ist genau richtig gegessen eigentlich. Okay, ja, dann sind wir, also tatsächlich ist es bestätigt, dass wir das Test-Subject sind. Nur warum und von was? Das wissen wir noch nicht, oder? Hatten wir schon Hinweise gesehen? Ja, also na, ein bisschen gab es eben diesen Input, dass wir ja an der Produktion quasi dran sind, an dem Testen von einem Prototypen. Und warum Vadim uns da jetzt quasi reingeschickt hat als Testsubjekt, da gibt's, kann man ihm viel unterstellen. Vielleicht ist es Gier, vielleicht ist es ja so Profitgier, vielleicht stört ihn Claires Meinung und dass er, dass Claire gerne so auf die Ethik verweist. Das ist halt schon nervig in so einem, wenn man eigentlich ganz viel Geld machen will. Da gibt es auf jeden Fall viele Gründe. Und Vadim erklärt, also möchte in der Geschichte auch gerne noch mehr erklären, was ihn da so dazu antreibt, sozusagen. Es gab ja so ein paar Hinweise an der Wand. Können wir nochmal wieder reingehen und die gucken, was es da zu lesen gab? Ich glaube, wir machen mal an der Stelle das hinkriegen, einen kurzen Schnitt und dann kommen wir gleich an der Stelle wieder rein, wenn wir da sind. Oder andererseits, in der Zwischenzeit könnten wir mal fragen, wo ihr hinwollt mit dem Spiel. Also im Moment ist es ja wirklich ein kurzes Spiel, haben wir in 10 Minuten durchgespielt. Was ist euer Ziel? Ja, also wir haben mit Machinery das Ziel gehabt, dass wir unsere Pipeline aufbauen und dass wir ein bisschen ein Projekt machen können, wo wir alle dran Spaß haben. Und jetzt gerade wollen wir uns dann mehr auf kleinere Projekte fokussieren und Machinery ein bisschen hinten anstellen, weil wir einfach gemerkt haben, dass der Scale relativ groß ist. Die Machinery Story, die ist da, das Universum ist vorhanden. Wir haben sogar noch ein anderes Projekt in dem Universum, was wir eigentlich gerne machen möchten. Aber wir müssen uns jetzt quasi erstmal auf unseren internen Aufbau mehr konzentrieren. Beantwortet die Frage gut? Ja, das beantwortet die Frage. Also würdest du das bezeichnen als erstmal nur eine Tech-Demo oder mal zu gucken, was die Leute sagen, oder ist das schon mehr? Also es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Also ich glaube, man hat auch rausgehört, also die Thematiken, die haben uns insgesamt einfach beschäftigt. Wir hatten super viel Spaß daran, auch den Artstyle zu entwickeln und das Universum zu entwickeln. Und an sich ist es auf jeden Fall für uns insgesamt als Team schon auch ein Testlauf einfach, also wie eine Premiere quasi, das zu zeigen, mal die Erfahrung zu sammeln. Wir sind auf der Gamescom zum ersten Mal, also ich so insgesamt zum ersten Mal und dann jetzt mit dem Spiel. Also dass wir einfach quasi unseren Fuß in die Industrie kriegen und zeigen können, hey, wir funktionieren als Team und das ist das, was wir können und wir können sogar noch mehr, wenn wir mehr Zeit haben und Geld. Okay, hier haben wir schon mal so ein paar Hinweise oder, also ist meine Interpretation, dass das Hinweise sind auf das, was passiert. You can catch us, but you can't terminate us. Also du kannst uns fangen, aber du kannst uns nicht töten. Würde ich das immer vorsichtig übersetzen. Und unite, also schließt euch zusammen. Wer hat es geschrieben? Wo kommt's her? Was könnt ihr uns das sagen? Also wir befinden uns jetzt gerade ja in quasi dem Zellenabteil von diesem ganzen Komplex und geschrieben haben das quasi Leute, die da vorher waren, also bevor Claire da reinkam und die Tests durchgeführt hat, waren da andere Leute untergebracht und haben auch teilweise gearbeitet. Es haben auch andere Leute an der Maschine gearbeitet generell und diese Leute haben sich quasi über die Wände ein bisschen unterhalten. Also die haben so kleine Tags überall geschrieben und insgesamt deuten die so ein bisschen die sozialen Spannungen an, die wir da in unserer Welt haben. Also wir haben auch weiter unten im Warehouse haben wir dann noch einen Zeitungsartikel, wo ein bisschen gezeigt wird, ja, es gibt da so politische und gesellschaftliche Spannungen. Und da sieht man halt jetzt hier zum Beispiel, dass da so 2 oder 3 Gruppen sich miteinander ein bisschen bekriegen. Also die sagen so, hey, ihr Blöden, wir wollen euch nicht und ach, ihr seid ja doofe Ratten. Und irgendjemand anderes sagt dann so, ey, ihr könnt doch einfach zusammentun,
wenn wir uns zusammentun, dann können wir das System aus den Angeln heben. Aber so, wenn ihr euch nur untereinander diese Grabenkriege führt, dann kommen wir ja zu nichts quasi. Und es ist so ein bisschen halt dieses Aufgreifen von den Arbeiterkämpfen sozusagen. Okay, und unten hatten wir noch mehr, ne? Bei dem Aufzug habe ich was gesehen. Wenn ihr natürlich noch mehr weißt, dann können wir gerne einfach hinlaufen. Ich kann nicht so viel gesehen haben wie ihr bisher. Ja genau, also es gibt auf jeden Fall im zweiten Durchlauf, also wenn dann schon das ein bisschen spookier ist, gibt es nochmal extra Schriften an den Wänden, die zeigen so ein bisschen mehr das, was Claire fühlt, also oder das, was Claire quasi projiziert von seinem Unterbewussten in die Außenwelt. Das ist genauso wie der Enemy eigentlich, quasi symbolisch so ein bisschen für seinen eigenen Gefühlskampf quasi steht. Also der wird da ein bisschen beschimpft auf den Wänden, der wird der Mörder genannt oder Traitor oder so. Das ist ein bisschen sein Zwiespalt, der da ausgedrückt wird. Und das sind jetzt noch die anderen Sachen, die stehen. Also eben dieser Zeitungsartikel und so ein bisschen, guck mal, irgendjemand anderes hat hier schon gemerkt, da gibt es komische Geräusche in der Nightshift. Also irgendjemand anderes hat auch weirde Erlebnisse gehabt mit dieser Maschine. Und genau, bei dem Zeitungsartikel sieht man eben auch, es geht da ein bisschen ab in der Welt. Also da gibt es ein bisschen Twist so. Okay, da kommt wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel weiterentwickelt, im Verlauf der Zeit noch mehr zu. Das bedeutet aber auch wahrscheinlich, es ist noch sehr, sehr lange hin, bis wir tatsächlich mehr von dem Spiel sehen können. Also Projekt für irgendwann mal in Jahren. Oder habt ihr schon genauere Pläne? Wir haben keinen genauen Zeitplan, aber es ist auf jeden Fall geplant, dass sehr bald generell was von uns wieder zu hören ist, weil wir eben kleinere Projekte angehen möchten. Und da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Kreativität und Energie, die wir da rauslassen wollen sozusagen. Und Machinery ist halt jetzt gerade quasi nicht geplant in irgendeiner Form. Ist alles offen, alles kann, nichts muss. Okay, ja, dann kommen wir damit zu dem Ende, wenn wir nicht noch was Wichtiges vergessen haben. Von meiner Seite nicht. Ansonsten gibt es diese kleine Demo, die wir hier gesehen haben, die kann man sich runterladen bei itch.io. Wenn wir gut sind, dann gibt es den Link in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr den aber auch einfach, wenn man auf machinery.de was? Oder? Ja. Über die levellabs.de Seite geht es auch. Da kann man es dann auf jeden Fall finden, wenn ihr Lust habt, das selber mal reinzuschauen. Und dann kommt meine letzte obligatorische Frage. Dürfen wir das, was wir gerade aufgezeichnet haben und das Interview bei uns veröffentlichen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank.